gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen der Mahnung, aber auch der Erinnerung an ein vielschichtiges und durchaus dunkles Kapitel der Geschichte von Gescher. Und damit die langjährigen Bemühungen des Arbeitskreises Zwangsarbeit von Erfolg gekrönt wurden. Wenn ich durch meinen Entwurf etwas zur Realisierung des Projektes beitragen konnte, freut mich das besonders. Ich danke auch herzlich für die Einladung zur Enthüllung des Gedenksteins und zur anschließenden Feierstunde. Es ist mir aber leider nicht möglich, daran teilzunehmen. Ich bin hierher gekommen, einmal weil ich eine Einladung bekommen habe und zum anderen, weil ich diese Initiative von Anfang an mit vollen Kräften unterstützt habe und freue mich riesig, dass es jetzt wirklich zur Umsetzung gekommen ist. Und ich bin erfreut darüber, dass es auch so eine große Beteiligung gefunden hat. Also ganz toll. LKW, wir kriegen ja jeden Donnerstag Ware, 25 Tonnen. Und 9 davon waren eben dieser Stein von unserem Lieferanten, der den aufgeschnitten hat. Und für die Zwecke, die er dafür vorgesehen hatte, war es nicht einzusetzen und kam dann, als wir in Italien waren, ganz passend, weil die Maße genau die waren, die wir brauchten, fotografisch vorgestellt im Ausschuss und dann passte das. Und ziehen mit den Spaß.